mit den neuen Vorschlägen von SPÖ und ÖVP stehen oder eben die Regierung fallen? Der Regierung fehlt der Plan B. Wie aus den vielen Ankündigungen und Forderungen ein neues, ein rund erneuertes Regierungsprogramm basteln, mit dem dann auch beide Parteien leben können? Die Lage ist jedenfalls gespannt. Die ÖVP schickt heute vorerst einmal die Familienministerin vor, die mehrfach ihre Sorge über Neuwahlen äußert, die in der Luft liegen. Ich will es nicht. Ich sage, ich spüre, dass die SPÖ in diese Richtung arbeitet. Auch der Kanzler wirkt genervt. Man kommt in den Gesprächen nur schleppend voran. Die ÖVP beschränke sich auf Überschriften, die sie dem Partner noch dazu nur über die Medien übermittle. Dennoch meint Kern zum Mittag noch: Ich bin der Meinung, dass man binnen Wochenfrist hier ein Arbeitsprogramm schnüren kann, das uns hilft, die nächsten 18 Monate gut zu bewegen. Ein paar Stunden später hört sich das dann viel ernster an, samt kürzerem Ultimatum. Wir haben Zeit bis Freitagabend und wir haben auch Zeit, wenn wir uns annähern, noch ein paar Stunden mehr dafür zu nutzen. Der Vizekanzler beschwichtigt. Er strecke die Hand Richtung SPÖ aus. Mehr noch. Wir sehen da genügend Schnittmenge, was die einzelnen Themen anbelangt, auch bei dem, was der Herr Bundeskanzler vorgestellt hat. Von Neuwahlen halte die Bevölkerung ohnehin nichts, ein Jahr nach dem Präsidentschaftswahlfiasko. Morgen wird jedenfalls noch einmal im Bundeskanzleramt verhandelt, auf höchster Ebene.